Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Fallout 4. Ja, unsere Mission ist, diese Teleportationsmaschine zu bauen, um ins Institut zu kommen. Allerdings fehlen uns dafür, das heißt es fehlen, es ist optional, aber wenn ich mir das mal so angucke, war es optional. Ja, es ist optional. Allerdings ist es besser, wenn man das Optionale macht, oder? Finde ich schon. Und deshalb suchen wir hier erstmal nach einer Telekommunikationsanlage. Nach einem Sensormodul. Dann machen wir das mal. Und ich sehe gerade, ach ja, wir sind ja fast Level 24, stimmt. Das sind wir ja im letzten Part mal ganz kurz geworden, bis uns dann diese Geschmiedeten hießen die, ne? Bis der uns dann, ja, ich sag dazu nichts. So, hier waren wir schon, das heißt, hier dürften eigentlich nicht mehr viele Gegner sein. Doof. Doof. Ich hab nichts gesagt. Das war's dann auch. Ist ja easy. Ich gehe jetzt trotzdem mal hoch. Da ist noch irgendwas. Okay. Ja, siehst du, hat sich doch mal gelohnt, den mal zu durchsuchen. Aber irgendwo ist angeblich noch jemand. Hast Angst, was? Solltest du auch haben. Aber solange es nur normale Raider sind, habe ich damit absolut kein Problem. Oh, nice, Piper. Nice. Zwei Schrotpatronen. Nehme ich mit. Chat, ne? Ja, nehme ich auch mit. Und dann gucken wir mal nach dem Sensormodul, was wir brauchen. Da freue ich mich drauf, auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich habe auch irgendwie wieder meine Lust an Fallout 4 gefunden. Ich muss ganz sagen, dass mal mittendrin so eine Phase war, ja, wo, ja, Sleeping Dogs und Fallout, das sind halt die einzigen beiden Spiele, die ich schon durchgespielt habe und auch kenne. Und deshalb... So. Und ja, deshalb gab es halt immer mal diese Zeit, wo ich so dachte, ah, Fallout kenne ich ja schon alles. Aber ich muss sagen, ich habe wieder meinen Spaß wirklich daran gefunden. Und wir sind auch schon da. Hallo. Lad doch schneller nach, Jung. Gott. Ah, Sensormodul gefunden. Überfälliges Buch. Okay, die scheinen ein bisschen stärker zu sein. Oh, die hat einen Stimpack dabei. Sehr schön. Level 24! Das liebe ich an Raider, dass die halt manchmal einen Stimpack dabei haben können. Du bist der Stärker, ne? So, das war's auch mit dir. Oh, der hat auch einen Stimpack. Nice. Kurz mal nachladen. Die sind da oben. Die ziehen mir nicht viel ab. Ist das auch egal. Kann ich den von hier untersuchen? Nee, leider nicht. Aber gut, ich muss den auch nicht untersuchen. Ich habe das, was ich wollte. Jetzt gehe ich doch hier hoch. Na egal. Ah, gut, dass ich den untersucht habe. Der hat einen Stimpack dabei. Nimmst du das Stimpack? Nimmst du das jetzt bitte mit? Ich muss da hoch. Wo war denn jetzt? Ah, ich glaube, hier bin ich richtig. Ja, das sieht sehr gut aus. Ja. Gut, das Sensormodul hätten wir schon mal. War ja mega easy. Das lag aber vielleicht auch daran, dass wir hier halt schon waren. Und hier liefen ja nur ein paar Raider rum. Raider. Gegen Raider habe ich absolut keine Probleme. Weißt du, Raider
Das sind Gegner, mit denen kann man sich anfreunden. Oh, das ist einfach so. Du begrüßt einen Raider mit der Hand. Und dann hat sich die Sache erledigt. So. Dann mal schauen, was uns noch fehlt. Wir müssen einmal hier ins Krankenhaus und einmal hierhin. Wir waren bei beidem noch nicht. Das heißt, das wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Ah ja, ich bin ja ein Level up, stimmt. Ich kann mir mal eine Fähigkeit hochgeben. Habe ich ganz vergessen. Ich will immer noch diese Minigun haben. Diese Minigun sieht verdammt geil aus. So mit Stacheldraht und so richtig geil. Ich glaube, damit kann man auch echt gut jemanden schlagen. Also, wenn gerade mal einer neben dir steht und du kannst ihn jetzt nicht abballern, dann haust du dem das Ding einmal über die Rübe. Die ganzen Spitzen bohren sich in seinen Schädel rein. Und dann hat man alles richtig gemacht im Leben. So. Level up. So, Kairos habe ich voll. Intelligenz habe ich auch voll. Glück. Na komm, wir nehmen mal ein bisschen Glück. Ich habe schon Bock auf Glück. Glück ist immer super. So, ich wollte eigentlich als erstes in das Krankenhaus. Weil das Krankenhaus mich ein bisschen mehr reizt. Hier scheint aber irgendwas zu sein, was ich gerade entdecken will. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das sind Synths! Bam! Nice. Denn die Synths her. So, bitteschön. Wie wollte ich noch das hier nur entdecken? Morden Center. Okay. Medford Memorial Hospital. Wo geht's denn hier rein? Da. Oh mein Gott! Ach nö. 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 Oh mein Gott. Der. Das ist ein Selbstmordattentäter. Das ist ein Selbstmordattentäter. Nein. Nein. Ich hatte keine Ausdauer mehr. Verdammte Scheiße. Oh Mann. Ich habe irgendwie nur gehofft, dass da Ghule sind, weil normalerweise sind in Hospitals immer Ghule. Aber nein. Da müssen Supermutanten sein. Warum auch nicht? Jetzt möchte ich erstmal wieder die beiden Zünds da töten. Und dann in Acht nehmen vor dem Selbstmordattentäter. Hoffentlich sind die Synths jetzt da. Ist da jemand anwesend? Ja, sind die. Sollte eigentlich nicht für uns offene Feuer laufen, weil die ziehen mir doch dann relativ viel ab. Hallo. Bleib jetzt hier. Meine Fresse, lad doch schneller. Viel schlechter gemacht als eben. Viel schlechter. Alter, jetzt verrecke. Fress. Oh, oh, die ist oh. Supermutanten sind da. Aber der Selbstmordattentäter scheint nicht dabei zu sein. Aber ich bin auch gleich tot.
Der mir echt so viel ab, ey. Alter. Alter Scheiße, ey. Hallo. Alter, wie viel die mir ziehen. Wow. Hä? Das ist ja jetzt Kellogg's Pistole. Hallo, ich wollte die anlegen. Nein. Scheiße. Wo ist rechtmäßige Herrschaft? Okay, hab ich an. Naja, die Waffe ist ja dann doch ganz gut. Aber ich hab ein bisschen zu viel. Ja, Leben verbratet. Muss man einfach so sagen. Ah, komm schon. Wir haben sie wohl verjagt. Bist du irgendwie Piper, Gott, Frau? Ich hab nur ein bisschen Angst vor dem Selbstmordattentäter. Ja, natürlich spawnt er einfach. Boah, meine Fresse. Ich verbrate zu viel. Ich verbrate definitiv zu viel. Jetzt dürfte da eigentlich nur noch der Selbstmordattentäter leben. Hallo. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich sehe gerade, dass ich eine Rauchgranate habe. Scheiße! Verbrenne!
Na also. Oh. Okay. Viper. Ich will ja nichts sagen. Aber wir haben es vorerst geschafft. Aber leider auch nur vorerst, ne? Wir waren ja noch nicht mal in dem Krankenhaus drin. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, dass ich ein Schwert habe. Entschuldigung. So. Gehen wir mal rein. Ich denke, ich werde zwar den Part jetzt soweit beenden. Aber reingehen kann man ja trotzdem mal. Uns mal so ein bisschen angucken, was uns erwartet. Ne? Ich glaube, ich habe nur noch ein oder zwei Stimpacks. Es wird verdammt schwer. Das ist ein Selbstmörder? Oh mein Gott. Piper. Piper, du wirst sterben. Warum denn auf mich? Warum ist der denn auf mich gegangen? Holy shit. Holy shit. Sitze einfach ein Selbstmörder. Ist okay. Mal die Worte. Wir machen das im nächsten Part. Freut euch drauf. Ich nicht. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir ja. Auch wenn es krank war. Aber wir sehen uns hoffentlich im nächsten Mal wieder. Es würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin. Tschüss.